Hi, ich bin Johannes und ich betreue einen der Aikido-Kurse beim Hochschulsport. Aikido ist eine bewusst defensive japanische Kampfkunst. Aiki ist das Harmonisieren von Lebensenergie. In der Auseinandersetzung werden gegensätzliche Positionen in Einklang gebracht. Aggression wird mit Wohlwollen begegnet, ohne dabei an Integrität zu verlieren. Aikido ist deshalb auch eine Friedenskunst. Nein, im Aikido gibt es keine Level. Fortgeschrittene und Anfänger trainieren grundsätzlich zusammen. So können die Anfänger von den Fortgeschrittenen lernen und bei den Fortgeschrittenen bleibt der Anfängergeist erhalten. Wir beginnen das Training immer mit dem An- und Abgrüßen und dann folgt im Aufwärmen die Fallschule. Das sind Übungen, um aus Stürzen kontrolliertes Fallen zu machen. Und im Hauptteil werden dann Techniken, also Würfe und Hebel, trainiert. Neugier und die Bereitschaft, einen Gegner zum Tee einzuladen. T-Shirt und Jogginghose sind völlig ausreichend. Wer dann weitermachen will, der kann sich einen Dogi, einen Karate- oder Judo-Anzug besorgen. Den gibt es in jedem gut sortierten Sportgeschäft.